Moin, po půlroční jazykové přípravě jsme konečně v Německu. Čeká nás tu měsíc soužití, práce a cestování. Tak jdem na to. Nacházíme se ve spolkové zemi Dolní Sasko v městečku Rothenburg. Máme tady všechno, co potřebujeme. Obchody, přírodu, zábavu a hlavně střechu nad hlavou. Pojďte se k nám podívat. Somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to you, someone to you. No a když se ráno probudíme do tohohle krásného prostředí, najíme se a oblečeme, tak můžeme vyrazit do práce. Ahoj, já jsem Kačka, pracuji tady v Tourist Information Bureau, což je klasické informační centrum jako v České republice, a pomáhám tady s přípravami na festival Heimatgenuss. Například jsem laminovala letáčky a plakáty, psala pozvánky na tento festival, anebo pracovala s řezačkou na papír. Ahoj, já jsem Robin a pracuji v Tourist Information v Rothenburgu. Pomáhám tady připravovat festival Heimatgenuss, což obsahuje to, že vytvářím propagační materiály, které pak distribuju mezi lidi. Herzlich willkommen in Rothenburg an der Würme. Mein Name ist Benjamin Grunewitz, ich bin der Leiter der städtischen Tourisinformation. Ja, wir befinden uns hier im Herzstück in Rothenburg in der Tourisinformation. Wir sind da für Gäste, für Einheimische mit Informationen zu Veranstaltungen, zu Radwegen, zu Wanderwegen, aber auch für alle anderen Auskünfte. Ja, wir hatten jetzt erstmalig zwei Praktikanten aus Prag hier im Rahmen des Erasmus-Studiengangs und wir waren sehr zufrieden. Es wurde uns wirklich sehr, sehr viel geholfen, gerade mit der Planung der Veranstaltung. Wir haben eine große Veranstaltung im Juni, den Heimatgenuss. Die Praktikanten haben hier Wanderwege kontrolliert, waren unterwegs, haben für uns Bilder gemacht, für Social Media Plakate vorbereitet, eine Postkarte für den Bürgermeister entworfen und uns wirklich tatkräftig unterstützt. Das hat uns sehr gefreut. Ahoj, jsem Vicky a už třetím měsícem pracuji v Rothenburg Werke. Je to firma, která pomáhá lidem s postižením zařadit do společnosti. Já pracuji na finančním oddělení, kde vyřizuji faktury, objednávky a výdaje. Hallo, mein Name ist Laura Werksamann und ich arbeite in Rothenburger Werken der Innere Mission GmbH. Die Rothenburger Werke sind eine Einrichtung für Menschen mit geistlicher, seelischer oder körperlicher Behinderung. Auch Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen finden bei uns ein Angebot. An Standorten im nördlichen Niedersachsen bieten wir neben stationären Plätzen auch ambulante Hilfen an. Unsere vielfältigen Angebote verteilen sich auf die Bereiche Wohnen, Arbeit, Förderung, Freizeit und Bildung. Dein Praktikum bei uns? In den Rothenburger Werken kannst du als Praktikant oder Praktikantin in alle Bereiche Einblick erhalten. Neben dem Bereich der Verwaltung kannst du halt auch in den Bereichen Wohnen oder den Schulen Einblick bekommen. In der Verwaltung lernst du neben dem Personalwesen und der Leistungsabrechnung auch die Finanzbuchhaltung kennen. Hier lernst du zum Beispiel die Abläufe im Debitoren- und Kreditorenbereich kennen, die interne Abrechnung oder auch das Anlagevermögen. Wir freuen uns auf dich. Ahoj, já jsem Kačka, pracuji v Ethan Logistics, což je logistická firma. Moje pracovní náplň je různorodá a nejčastěji zadávám objednávky do interního systému nebo čtím faktury. Takže ahoj, já jsem Tonda a moje odborná stáž probíhá ve firmě Ethan Logistics, což je velká firma, která má mnoho oddělení a já většinou pobývám v disponacionál. Tam mám většinou na starosti skenování dokumentů anebo vytváření statistiky do programu Excel. Hallo, ich bin Ninja Schauer von der Ötchen Logistik. Die Ötchen Logistik ist eine Spedition in Rothenburg und wir sind dafür zuständig, verschiedenste Waren innerhalb Deutschlands oder auch dann europaweit mit Hilfe von Partnern von dem Einkunden zur Endstation zu bringen.
Hier im Unternehmen bin ich für die Ausbildung zuständig und kümmere mich rund um Ausbildung, sei es Schulbetreuung oder auch allgemeine Sachen, alles rund um die Azubis und dementsprechend auch um Praktikanten. Jetzt aktuell haben wir ja Toni und Katharina hier und die machen gerade ihr vierwöchiges Praktikum hier und schnuppern in verschiedenste Abteilungen rein, in der B-Log-Abteilung oder auch in der Charter-Abteilung. Also so, dass sie auch ein breit gefächertes Portfolio haben, dass sie wissen, was wir machen und worum es hier geht. Konečně po práci a můžeme vyrazit na výlety. Someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. Co nám praxe přinesla? Odvahu a zkušenosti. Zážitky a pracovní zkušenosti. Zkušenosti, nezapomenutelné vzpomínky a nové kamarády. Zbavil jsem se obavy, že se v zahraničí s někým nedomluvím, protože to vždycky nějak jde. Nová přátelství a další zkušenosti.